Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Grim Dawn im Grab der Wächter unter der Nekropolis. Wir sind auf dem Weg, die Kultisten aufzuhalten, den Logorian zu bespüren. Ein riesiges Vieh, was die Welt eventuell untergehen lassen möchte und das Chaos herrschen lassen will. Die absolute Leere, um genau zu sein. Wir waren ja schon in dem ein oder anderen chthonischen Untergrund. In dem einen oder anderen chthonischen Portal und haben gesehen, was die Chthonier so mit den von ihnen besiegten Dimensionen anstellen. Also, sagen wir so, muss ich nicht unbedingt haben. Wenn ich die Wahl habe, da zu wohnen oder in einer schönen Drei-Zimmer-Wohnung irgendwo, ich glaube, ich würde eher die Wohnung bevorzugen. Betonen übrigens auf schöne Dreizimmerwohnungen, ne? Gibt sicherlich auch schreckliche Dreizimmerwohnungen, wo man diesen respektiert bei der Verbannten. Schön. Anasteria findet uns gut. Das heißt, da hätten wir jetzt sogar schon noch eine Quest wieder freigeschalten. Aber ich krieg ja keine Hirnmasse. Ich bleib ja blöd ohne Hirnmasse. Also. So, hier müssen wir noch einmal rum. Kann ich nicht kaputt machen. Den Krug konnte ich noch, aber das bringt nichts. So. Oh, hallo! Oh, nee, das finde ich nicht gut. Nee, das finde ich nicht gut, habe ich gesagt. Würdest du das bitte einsehen? So. Danke. Tor hat sich geöffnet übrigens, nur falls ihr es noch nicht wusstet. Und wir kriegen noch mehr Punkte bei der Verbannten. Hier, das Tor hat sich geöffnet. Kabbalist Sakul weiß Bescheid. Sehr schön. Das nehme ich mir noch mit. Und dann ist die erste Etage des Grabes der Wächter hinüber. Von dreien, die es geben soll. Wie Ulgrim uns gesagt hat. Siegel des Logorian. Oder war das die Nummer 1 von insgesamt 4, weil es 3 Siegel gibt? Könnte auch so rum gemeint sein. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Es ist zu lange her für mich. Arbeit im Verborgenen. Noch was Schönes zu lesen. Hier für euch. Gentleman. Jetzt wisst ihr, wie man im Verborgenen arbeitet. Assassin's Creed kann kommen. Assassin's Creed Grim Dawn Edition. Brüll! Ich habe das Gefühl, das könnte ein Logorian gewesen sein. So. Hier kommt alle weg. Hier kann ich lang. Hier kann ich noch ein Kistchen öffnen. Geraubter Skorpion. Ich sollte übrigens, glaube ich, mal einfach nur sicherheitshalber mal ein Rift hier in die Welt setzen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oh. Hat irritiert, dass ich die ersten nicht ins Visier nehmen konnte. War ein bisschen seltsam. So, ihr kommt noch fort. Sehe ich da einen Devotionsschrein? Nee, das ist ein Kampfschrein. Okay, ich wollte gerade schon sagen. Ich habe gerade schon Herzflattern gekriegt. Bisschen Kammerflimmern wegen einem Devotionsschrein ist, glaube ich, auch nicht so häufig. Okay. Leichenstaub. Tag. Na komm, machen wir das hier eben an. War's das schon? Ja, jetzt war's das. Gut, sehr schön. Das gönnen wir uns. Kommen wieder ein paar Leute an. Kommt wieder jemand mit einer Axt. Hallo, du einsamer Trottel.
langsam echt leider ein bisschen Hunger. Ich habe gerade schon ein Tütchen Ramen gegessen. Oh, was ist das da unten? Ich glaube, das sind keine Wurzeln. Aber das habe ich gegessen, bevor die heutige Aufnahme angefangen hat. Also das ist jetzt anderthalb Stunden her. Und irgendwie sagt mein Bauch sich jetzt so, weißt du, die Ramen, die waren zwar lecker, aber so von der Menge her ist das echt nicht das gewesen, was ich gern gehabt hätte. Füll nach, du Penner. So oder so in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Unterhalte ich mich immer mit meinem Bauch. Deswegen bin ich auch Bauchredner, halt nur nicht so, wie man es auf einer Bühne machen sollte, sondern eher für den Privatgebrauch. Ne? Also, falls ihr mich mal dabei ertappt, wie ich mit meinem Bauch rede, macht euch einfach keine Sorgen. Das ist normal. Wenigstens rede ich nur mit meinem Bauch und wohne hier nicht in so einer komischen Zitadelle, wo überall Tentakeln aus dem Boden schon ragen. Sehr ekelhaft. Die ist ja einfach nur widerlich. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Komm ich da ran? Ja! Warte, ein paar arme Irre. Kommt doch wer an, hä? Macht's gut, ihr kleinen Freund, nicht so freundlichen Herrschaften. Ja, nee, mit Freundlichkeit haben es die nicht so. So. Chronisches Siegel der Bindung. Hervorragend, da freue ich mich richtig. Passt auch wieder zu meiner Sammlung. Stelle ich direkt neben die Blutschwur-Zauberstäbe. Da sehen die Siegel der Bindung auch wirklich gut aus. Muss man einfach sagen. Ich laufe jetzt einfach mal einen Weg ab. Und sobald ich am Ende bin, laufe ich den Rest ab, würde ich sagen, ne? Jetzt immer wieder hin und zurück und hin und zurück, damit man ja nichts vergisst. Mache ich normalerweise ja sehr gerne, ne? Ihr kennt mich, aber eingeschlossen. Aber heute verzichte ich da mal drauf. Au, da wollten mich die Dinger hauen. Aber da dreisten die sich. Nur weil das, glaube ich, Tentakeln vom Logorian sind. Oder was es auch immer für Spielzeug sein soll. So, hier geht's nicht weiter für uns. Da gibt's nichts Neues. Hier gibt's noch Tentakel, die uns hauen wollen. Und ein paar lustige kleine Dämonentierchen. Ja, seid ihr witzige Gesellen. Und so tote witzige Gesellen. Schrott. Ja, Fresh Blood. Bin ja gleich da. Ich musste halt erstmal die eine Seite erkunden. Ne? Da kann man nicht unbedingt direkt sich um alles kümmern. Reif des Geisterwebers. Ist der gut? Ich werde mich nie wieder über irgendwas beschweren. Also schon. Weil ich das gut kann. Aber danke! Danke! Ich freue mich. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Bisher hatten wir, was die Items angeht, eher so ein bisschen. Und jetzt ist es gerade auf manchmal angehoben worden, was die Häufigkeit angeht. Und vor allem auch noch genau für unsere Kombi passend. Der Geisterweber. Ich freue mich. Und wenn ich jetzt noch einen Devotionsschrein kriege, ne, dann tanze ich hier Lambada durch das Siegel des Logorian. Da könnt ihr euch aber drauf gefasst machen. Also betet lieber, dass es hier keinen Devotionsschrein gibt. Das sähe sonst, glaube ich, sehr gruselig aus für euch. So, ein kleines Rebelchen. So. Ah, hallo. Blutfürst Talonis. Oh, Blutfürst Taochi. So. So, das war's. Bossmonster down. Und da geht er down. Da
Das letzte Siegel. Und da haben wir eingeschlossen. Da muss ich auch nochmal durch. Gut, gut. Das haben wir geschafft. Und eingeschlossen. Einmal für euch. So. Und das letzte Siegel. Auch für euch. Weiter geht's. Grufteingang. Am Rande des Wahnsinns. Ich würde sagen, wir sind da. Rifts öffnen sich. Nee, finde ich uncool. Nee, das wollte ich so nicht. Der Logorian, die Stimme der Korruption. Der Chthonia. Guck mal, da könnt ihr ihn auch wenigstens mal aus der Nähe sehen. Ich bleibe zwar lieber hier hinten, aber so generell habt ihr ihn dann wenigstens schon mal gesehen. Ist Ulgrim schon tot? Was ist passiert? Ende. Mächtiger Obsidian-Siegelring. Und ich habe jetzt Zugriff auf schwierige Schwierigkeitsgrade. Denn wir haben die Beschwörung des Logorian aufgehalten. Einfallsreichtum des Kesselflickers. Okay. Das ging jetzt wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es wären 3 Etagen, dann waren es jetzt nur 2. Der Typ vor dem Tor des Logorian hat mir fast mehr Probleme bereitet als der Logorian selber. So, und jetzt kann ich einmal direkt unten rein. Oder einmal, ja gut. Freunde, wir haben es geschafft. Was haben wir hier? Ein legendärer Gürtel. Ah, ist jetzt nicht so die Welt, aber... Aspekt des Wächters ist auch nicht so cool, das Dingen. Habe ich irgendwas dabei, was da drauf kann? Nur so. Nur ein Smaragd. Ja, dann würde ich sagen, sprich mit Inquisitor Creed im Fort Ikon. Machen wir das doch, oder? Was sagt ihr? Boah, 12 Minuten in der heutigen Folge und eigentlich haben wir das Spiel jetzt durchgespielt. Das ist überraschend schnell gewesen. See anything you like? Ah? Put it to good use. See anything you like? Gewöhnlich gutes Aussehen. Starrendes Auge. Also macht keinen Damage und wir können Sachen verkaufen, aber ist glaube ich eher zum Transmogrifizieren gedacht. Die ganze Geschichte hier. Komm, wir brauchen noch 750. Das Ganze jetzt gewonnen zu haben, wird doch hoffentlich mehr als 750 geben, oder? Wenn ich gleich mit Creed rede. Und wenn nicht, bin ich ein bisschen sauer. Muss ich ja sagen. So, dat. Und unser altes Dingen. Flöpp. Kommt alles weg. Creed. Alte Seuche. Tachchen. You've returned. Is it finished then? Ja, die Bestie wurde vertrieben. Allerdings wurde Ulgrim mit ihr in die Leere gezogen. So our great moment of triumph is soured with tragedy. The cult's defeat at the Necropolis marks humanity's first major victory in this conflict, proving that we are not going to simply lie down and let ourselves be wiped out by fiends and spirits. Word of this victory will spread and give people hope that someday this nightmare will truly be over. Yet we cannot forget those who sacrificed their lives to bring us here. Brave men and women of the Black Legion who took up arms in the defense of Uralan. Nation that scorned them as criminals, outcasts, and even traitors. In death, they were none of those things. They died as heroes. But I refuse to count Ulgrim among the dead just yet. I owe him that much.
I could use your help. Are you with me? Ja, wie kann ich helfen? Arumita. Arumita. Loith Soler. Loith Bismir. Morum Ultram Thanokolo Utokrain. This is too dangerous. I need to find another way. The Rift Gate! Something's coming through! Inquisitor Creed! Devil's Crossing was attacked! Take it easy, John. What's happened? Some new kind of ethereal. Just smashed right through our defenses. We need reinforcements. We're in bad shape. I'll send help, but I can't spare much. We're equally pressed here. Loss of Ulgrim to the Void may be more serious than you realize. Ulgrim is dead, Creed. You must know that. My people need help now. We won't survive another attack. John, I... It came from Malmuth. That thing that attacked Devil's Crossing. I escaped the city with a small group 2 weeks ago. Most died crossing the burning fields. My father was pulled into the bog by cannibals. I had to leave him. I was the only one who made it to Devil's Crossing. Malmuth has been a living nightmare since the Grim Dawn. I was part of the resistance there, if you can call it that. The Ethereals toyed with us, as if we ever had a chance. They let us fight on because they needed us. Needed our bodies for the grotesque things they make deep beneath the city. You think you're safe here, behind your stone walls. But those things from Malmuth will keep coming, and they will find you. And no fortress will ever be able to save you. A chilling tale, indeed. In our fight against the Chthonians, we've overlooked a growing ethereal threat. We must find Ulgrim. But maybe we can aid Malmuth at the same time. You've already done a great deal, but we must ask for your help once again. We need you to strike at the heart of the ethereal invasion, far to the east, in the ruined city of Malmuth. Ja, da gehen wir doch gerne hin, oder? Allerdings noch nicht jetzt. Tagebuch 9! So. Ja, jetzt habt ihr schon mal die Einführung gesehen für Malmuth, allerdings nehme ich die Quest noch nicht an. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Geist an. Da freue ich mich drüber. Und hier, die zwei Punkte kommen in den Okkultisten. Dann können wir uns hier beim nächsten Mal Solails Hexenfeuer nämlich aktivieren. Und können da ein bisschen Chaosschaden hinzufügen zu dem, was wir sowieso schon machen. Genau. Wir haben hier Schultern gekriegt. Konstitution viel zu viel. Also eigentlich ziemlich cool. Aber 491 Konstitution. Uff. Ich weiß nicht, wie ich da irgendwie mal rankommen soll. So, 9. Eintrag. Da wisst ihr jetzt auch darüber Bescheid. Ja, nee, ich habe keine Zeit, Creed, sorry. Good, you're back. Do you have Intro wiedergeben. Ach so. Ja, nee, das müssen wir jetzt nicht machen. Erstmal das alles da rein. Genauso wie das. Und die packe ich hier auch rein. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich sie gebrauchen kann. Ich nehme mir einen Skelettschlüssel mit. Denn für die heutige Folge, jetzt wo wir das Hauptspiel durch haben, widmen wir uns doch einfach mal den Sachen, die wir noch über haben. Und normalerweise würde ich jetzt als erstes nach Dingens gehen. Wie heißt es? Nach Port Valbury. Aber dadurch, dass wir hier, aber bevor ich hier irgendwas tue, ne, muss ich jetzt erstmal, dadurch, dass wir hier ein bisschen aufgestiegen sind, Olerons Blut, Gürtel der Legion, ist der gut? Schattenklinge, nö. Arcana Funke. Tapferkeit.
und ballistische Rüstungsplatte. Das muss ich mir eben mal ganz kurz holen. Ne, ihr wisst Bescheid. In der Schwarzen Legion, gute Legion. Auch Schattenklinge. Ja, die haben hier halt nur Schattenklinge. Das ist also ziemlich uninteressant. Ich lerne trotzdem alles. Ja, also normalerweise würde ich eigentlich nach Port Wellbury gehen. Einfach weil ich da ja auch einen Devotionsschrein vermute. Aber da wir es jetzt einmal geklärt haben, finde ich, müssten wir eigentlich die Bastion des Chaos machen. Also wäre ein bisschen sinnlos, das jetzt einfach aufzugeben, dass wir hier schon quasi alles erledigt haben. Nur eben den Bereich hinter dem Skelettschlüsseltor noch nicht. Und dementsprechend ist das jetzt auch meine Anlaufstelle. Ich hole unseren Freund den Raben zurück. Und dann wollen wir nochmal da reingehen. Wenn es nicht klappen sollte, ist es so. Dann probiere ich es später nochmal. Aber einen Versuch möchte ich wenigstens haben. So, Chthonisches Rift. Einmal bitte wieder hier rein. Oh, jetzt sind wir woanders gelandet. Jetzt sind wir wo ganz anders gelandet. Aber ihr versteht, glaube ich, warum ich meine, ja, lieber erstmal das hier machen. Auch wenn Port Wellbury vielleicht ein bisschen interessanter wäre, weil wir da eben noch gar nicht waren. Aber ja. Und vielleicht wäre es auch ein bisschen sinnvoller, hier reinzugehen, wenn man einen anderen Buff hat. Aber was soll's. So. Die Bastionstore haben sich geöffnet. So, wir gehen hindurch. Verbotene Domäne. Okay, es hat sich geändert. Wir haben... Ich mache 8% mehr Schaden. Es gibt Giftmonster. Monster machen 5% Schaden. Und Monster machen insgesamt 5% mehr Schaden. Und... auch mehr physischen Schaden. Dann wissen wir Bescheid. Also, die Viecher dürfen uns nicht zu nahe kommen. Fakt. Aber im besten Fall sollten die das eh nicht. Und dementsprechend... Ja. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht auf so besondere Art und Weise zu spielen. Und das Gute an den Chthonian ist, dass die einen ja wirklich verhältnismäßig schlecht erwischen. Einige von den Chthonian sind ja wirklich sehr langsam. Die einzigen, die uns vielleicht gefährlich werden können, sind die schnellen Renner mit der Axt. Oder wenn irgendwelche viel Fernkampf, physischen Fernkampfschaden drauf haben. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Uneinigkeit und Recht und Freiheit. Für das Chthonia-Land. Ach, aus dem Hintergrund kommen die Leute hier angeschissen. Was soll denn der Kack? Meint ihr, darauf habe ich Lust? Ach Gott! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese scheiß Fallen, die hier aus dem Boden kommen können. Holy fuckeroni. Die habe ich total vergessen. So, also nicht in der Nähe von den nicht kaputtbaren roten Dingern stehen. Ganz einfach. So, hier könnte man durch. Das sind zerstörbare rote Stacheln. Das ist okay. Die zerstörbaren sind absolut in Ordnung. Nur die Unzerstörbaren sollte man am besten meiden. So, hallo. Ja, ja. Weg mit dich. Weg mit euch Obsidian-Viechern. Oh, da kommt wieder eine Kavalkade angeschossen. Das waren die Kollegen. Und, oh Gott, nein, nicht mit mir. Oh, ein Held. Nein, nicht machen, bitte. Ich wurde getroffen. Hilfe. War das der Held?
Könnte sein. Er steht aber auch blöd. Ja, das war der Held. Kannst du mal bitte irgendwas tun? Nicht nur da so blöd um die Ecke stehen, ey. Gut, dass er inzwischen schon tot ist, aber trotzdem nervig. Beschaffe Blut von Kthon. Ja. Schon gedacht, dass das nicht wirklich, oh Gott, problematisch sein wird. Noch mehr Blut zu kriegen. Wir sind gehasst. Schön, da freue ich mich. Ich werd gerne gehasst. Das heißt, wir müssten 8000 Kthonier gekillt haben. Wenn mich nicht alles täuscht. So, auf jeden Fall ist der jetzt auch tot. So, Kesselhaube. Hier oben sonst nichts weiter. Hier unten gab es auch so eine Falle, die ausgelöst wurde. Okay, okay. Du bist weg. Obsidian-Viecher. Normale kleine Kthonia. Schmerzen. Man muss hier wirklich vorsichtig sein. Dass man nicht in so einen kleinen Scheiß Fallenstein gerät. Ne? Oder nicht umzingelt wird, wie ich hier mal wieder feststellen muss. Ihr dreisten Biester. Aber ansonsten kommen wir doch hier wirklich gerade relativ gut durch. Da kann man nichts sagen. Das können wir noch kaputt machen. Habe ich gar nicht richtig für voll genommen. Gut, dass ich da aus Versehen mal mit der Maus drüber war. Kommen nur neue Leute. Das ist okay. Rote Steine aus dem Boden fände ich blöder als neue Leute. Gut, damit haben wir den Abschnitt abgeschlossen. Dann geht es jetzt hier nach unten. Noch ein Stück nach unten. Und hier führt unser Weg uns voran. Ist irgendwie krank, sich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir gerade im Prinzip das Spiel ja durchgespielt haben. Und das hier ist jetzt ja alles Postgame. Also, oder währenddessen Game. Klar, man hätte das schon vorher machen können, aber so auf die Fresse, wie wir in den Stufen der Folter gekriegt haben, fand ich es, glaube ich, wesentlich sinnvoller, das auf wesentlich später zu verschieben. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Mal gucken, was wir für einen Bossgegner kriegen. Ich kann mich nämlich auch gar nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das hier jemals schon mal gemacht habe. Also probiert auf jeden Fall. Davon gehe ich aus. Aber ob ich hier vielleicht auch schon mal weit gekommen bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist heute ein guter Tag. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben eine richtig geile Mütze gefunden, die perfekt zu uns passt. Wir haben hier ganz viel rote Steinchen. Und vor allem haben wir auch eine Folgenpause. Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in der Uneinigkeit wieder. Schauen wir mal, wie lange wir das Ganze noch überleben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.